Oh Gott, Leute, ich bin blinder als ein blinder Fisch. Ich weiß nun, wo es Fliegen gibt. Server weiß ich jetzt auch. Da können wir aber, also können wir schon hin, aber das machen wir noch nicht. Wurde schon ziemlich nützlich, wie auch immer. Fliegen, ihr wisst ja hier, wo ich bin, hier unten bei der Relaxo. Und Fliegen, wir müssen einfach hier durch. Er fragt dich dann, hä, wie hast du es hierher geschafft? Solide Leistung. Ja, muss ja hier kommen. Und dann hier durchgehen und dann... Oh, hier gibt es hier oben einfach ein Haus. Und dann ist da so eine Person und die gibt dir dann Fliegen. Yay. Hm. Ja, wieso enttaubt sie? Ein Ibidok. Ibidok. Und die gibt dir Fliegen. Du hast meinen geheimen Unterschlupf gefunden. Bitte erzähle niemanden davon. Du bekommst auch etwas von mir. Du hast keinen Platz. Als ob. Als ob ich keinen Platz habe. Kann dann nehmen einfach Eisen und Patex, keine Ahnung, nehmen hier. So, und dafür begrüße ich euch bei der Pokémon-Pokémon-Netten zu einer neuen Folge von Pokémon Blau. Wir bekommen hier VM zu 2. Haha, yeah. Fliegen. Ihr könnt mir dreimal raten, wer nun Fliegen erlernen wird. Ihr habt recht. Unser Tauboss. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich bin mal ganz sicher, ob ich Attacke wegmachen soll. Ich habe mir keine Gedanken gemacht. Müssen wir mal gucken, welche Attacke können wir denn wegmachen? Ich würde sagen, Wirbelwind, Wirbelwind ist doch dumm. Und Fliegen! Yeah, jetzt können wir an alle Orte fliegen, an denen wir schon waren. Ups, tut mir leid, die Aufnahme ist, glaube ich, irgendwie hat abgekackt. Weiß ich nicht. Ja, es ist nichts groß passiert. Ich bin nur eben wieder zurückgegangen. Kein Problem, können wir gerne machen. Und ja. Wir werden nur die Route unten weitermachen. Ich bin mir aber echt unsicher, ob wir die schaffen. Einfach aus dem Grund, da unten an der Karte, da konnte man Wasser sehen. Nach dieser Passage hier mit dem Fahrrad. Aber ich weiß nicht, ich kann mich daran nicht erinnern. Vielleicht ist es auch nur... Vielleicht ist es auch nicht wirklich so. Vielleicht, mal gucken. So, jetzt sind wir hier automatisch am Fahren. Mal hier durchfahren. Was gibt's denn hier? Eine kurze Abkürzung. Okay. Ja, dann haben wir hier noch ein paar Gegner. Den haben wir besiegt. Und hier haben wir noch mal zwei Gegner. Den müssen wir da eben besiegen. Was willst du, Kleiner? Ich will Stress mit deinen Pokémon haben. Ich will kämpfen. Das ist der Sinn des Lebens. Was? Okay. Mach Hollow. Hast keine Chance gegen meinen Satze. Das ist echt null Chance. Okay, ich hab mich. Ich hätte die Gelegenheit nutzen können, um heilen zu können. Hab ich aber nicht. Wie auch immer, ist doch nicht so wichtig, hoffentlich. Ja. Ja. Maschok. Oh, jetzt sind wir das erste Mal Maschok. Was ist das für ein Blick? Ansonsten ist er cool, aber was ist das für ein Blick? Alter, das sieht aus, als wäre sie die andere Pupille. Irgendwie verschwunden oder man sieht sie einfach gar nicht. Oh Gott, egal. Es ist ein cooles Pokémon. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Manche Pokémon können sich nur durch Tauschen entwickeln. Da ist auch noch ein Ding. Level 36, endlich! Yeah! Ho-ho! Ho-ho, Weihnachtsmann oder was? Ah, ey, ich will nicht runter. So, jetzt. Es lohnt sich nicht, Kinder auszurauben. Gut. Aber ich werde dich trotzdem besiegen. Zwei, okay. Warum muss ich das nicht? Wir haben immer. Ich meine, ja, wir haben ja vielleicht so ein paar Euronen dabei. Okay, okay, ich lass es lieber. Nein. Denk nichts Falsches, bitte. Nein, danke. Ich will mir nicht vorstellen, wie so neue Leute auf dieses auf den Kanal kommen und dann sehen die dieses Video. Gott, bitte nicht, nein. Razaf. Razaf ist sehr aggressiv. Das guckt dir das an, das macht Kung Fu und will in die Phrasen rauen, Alter. Oh, Silberblick, oh Gott, der macht mir Angst. Zerstör ihn, bitte. Zerstör ihn. Ja, danke schon. Easy, Alter, easy gedreckt. Noob. Die Luft ist raus. Okay, alles klar. Was haben wir denn noch so viele Gegner? Oh nein, ich wurde da oben. Ach, Mann.
Wir sind Biker, Könige des Highways. Das will ich mal sehen. Ich bin mir nicht sicher, ob oben rechts noch irgendwas war, da wollte ich jetzt gleich nachgucken. Oh, noch ein Slimog. Level 33. Ja, langweil doch nicht. Ach, Jungchen, komm. Geh raus. Geh an die weite Welt irgendwo hin und lass mich in Ruhe, okay? Aussetzer. Nee. Nicht mit mir, mein Freundchen. Nicht mit mir. Stopp. Halt, stopp. Dann Gift. Dann verreck an meinem Gift. Das hat keine Wirkung. Oh, stimmt. Ja, geil, dann darf ich jetzt extra noch mal tauschen. Nur weil der nicht sterben will. Nur weil er immer noch mal meine Zeit rauben will, der. Doofkopf. Der kriegt jetzt einen aufs Maul von mir. Hier. Kanonenkugel, boom. Und Delegator kaputt. Hä? Er ist kaputt? Okay. Das war jetzt komisch. Ich bin voll auf die Nase gefallen. Das hab ich doch. Dann lass mal sehen, Karte. Oh, wir sind schon. Ja? Wir sind schon ziemlich weit. Ich will nur gucken, ob hier noch vielleicht irgendwas. Oh, hier geht's nach unten. Hier gibt's sogar einen Trainer. Er sieht mich nicht so. Fuck, das. Hey, hier geht's ja lang. Was ist das denn hier? Warum geht's hier denn lang? Ich werde mal diesen Weg gehen. Ich habe echt keine Ahnung, wohin er mich führt. Voltoball wird dich unter Strom setzen. Das wollen wir ja mal sehen. Mit meinem Sander wird das nicht passieren. Wird das eben nicht. Zwei Pokémon, soweit ich gesehen habe. Sander wird sich darum kümmern. Mhm. Oh, Finale. Ja, geil. Finale und so, Explosion und sowas. Ja, boah, das hat mir voll was gebracht. Die töten sich selber, sie machen Suizid, so gesehen. Und das ist ziemlich gut, wenn man fast besiegt ist mit dem Pokémon. Also wenn das Pokémon fast besiegt ist, und wenn man das dann ist, als einsetzt. Aber da ich zu stark bin für ihn, war das schon ziemlich schlau von ihm. Weil ich ihn jetzt eh one-hitte. Fuck. Okay. Jetzt aber. Jetzt aber. Komm. Yes. Okay, der Kampf kam jetzt ein bisschen unerwartet. Ja. Ich weiß echt gar nicht, wo wir sind, ehrlich gesagt. Mein Pokémon entwickelt sich nicht weiter. Oh. Das könnte ein Tipp sein, dass er starke Pokémon hat. Oh nee. Mashok! Ach so, das ist ein Tipp. Ja, natürlich kann sich das weiterentwickeln, indem man einfach nur, was würde ich sagen? Genau, indem man das einfach tauscht. Da habe ich ja vorhin erst angesprochen, ne? Pokémon tauschen mit jemandem, egal welches Pokémon, mit welchem Pokémon das tauscht. Einfach tauschen oder wieder zurücktauschen, dann hast du es. Bis es entwickelt sich schon bei einem Freund. Ja. Ich gehe mal vielleicht ein bisschen mehr mit dem Mikro ran. Vielleicht ist das ein bisschen besser. Oh, ganz nah. Nein, okay, sorry. Das wollte ich nicht. Nein. Hey, was sollte das? Ja, bin halt kampflustig so, ne? So, ich bin gespannt, wo fühlt mich das denn? Oh, noch ein Kampf. Sei ein Rebell. Ne, lustig. Wie viel Pokémon hat der? Nur zwei, okay. Ach, ein Razaf, ach komm! Fuck mal, der Satz ist ja fast besiegt. Shit! Holy shit! Okay, sorry. Kratzfurie, oh nee, es dauert ewig, bis der fertig ist. Okay, nur zweimal, gut. Schlitzer, ich zerschlitze deine Augen! Bis sie rot sind. Oh. Okay, gut. Er kann aber noch seinen Körper bewegen, aber jetzt nicht mehr. Hahaha, tot. Nein, nur besiegt. Und Level 37 Satze. Nice. Echt nice. So, jetzt können wir aber Skröte gut gebrauchen. Und dann tut doch unter Skröte. Für einen Mashok. Yes. Ja, ich spucke ihn an. Puh. Mach auch immer. Jeden Tag spucke ich mich selbst an.
Hab's auch voll gedient, ja. Und das war dann kein Problem für den King, was? Tut mir leid, ich weiß nicht, wo das jetzt kam. Ark! So, lass das mal sehen. Hä, komisch. Machen wir keinen Sinn. Okay. Hier ist jetzt auf mit dieser Seite. Hier ist eine Verbindung. Richtig? Ein Hinweis! Gib niemals auf! Versuche dein Glück mit Pokebällen. Okay. Ja, aber hier oben gab es noch überall Gegner, die ich gerne noch besiegen würde. Und hier konnte man auch nochmal rüber. Habe ich gar nicht gesehen. Ich fahre so weit nach oben, bis ich sehe, wo denn die Abzweigung war. Hier war sie. Richtig? Richtig? Doch, hier war sie. Haben wir den schon besiegt? Hallo? Anscheinend, ja. Und dann geht's hier nach links und nach rechts, okay. Und jetzt, nächster Kampf. Yeah, hey, hey. Es gibt nur Kämpfe in dieser Folge. Ich muss ein wenig abnehmen. Und das denkst du, du kannst es machen, indem du ein kleines Kind zum Pokémon-Kampf herausforderst. So. Da muss ich dich enttäuschen, mein Freund. Du bist noch fetter. Was? Relaxo. Relaxo nennen wir das jetzt, okay? Relaxo. Damit es auch einen Spitznamen hat. Relaxo. Der kann doch noch hier mit Body Slam relaxen. Aber Schlafrede war halt schon ziemlich gut für Relaxo. Aber ich weiß nicht, ob das schon hier gibt. Ob es das schon hier gibt. Wäre ziemlich cool. Aber wenn nicht, dann halt nicht. Dann weine ich jetzt auch nicht. Oder so. Was? Brauchst du denn kein Silberblitmani? Bam! Ich bin 10 Level höher. Was willst du? Keine Chance. Nur Zeitverschwendung. Oh, ein Maschok. Okay, gut. Da habe ich jetzt ein bisschen Angst, dass ich jetzt mit Totok zurück. Nur um ihn dann sofort zur Nische zu machen. Ja. Die Sache ist halt, man kann halt Maschok sofort, wenn sich entwickelt, nochmal entwickeln, wenn man es tauscht. Egal welches Level es ist. Das ist halt genauso wie mit den Entwicklungssteinen. Wie wir Sazin jetzt zum Beispiel. Weil, wenn wir Utagarien haben, wir können sofort wieder weiterentwickeln. Ich würde nur ein paar Level lang warten, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht haben wir ja, manche Pokémon haben ja dann noch bei deren Vorentwicklung noch eine Attacke, die dann später nicht mehr lernen können. Level 39 hat, ist Totok jetzt. Nice. Schon fast 40. Das ist ja schon stark. Aber Level 40 will ich aber auch nicht mehr weiter trainieren. Brauchen wir nicht. Und Bams. Ja. Puh, eine gute Übung. Ja. Ich finde, das macht mir auch so ein klein wenig Spaß, ne? Und dann kommt der nächste. Ich drücke einfach gar nichts. Ich fahre eh sofort wieder runter und ja. Du sitzt ein schickes Fahrrad. Fährt es sich gut? Naja, es hat 1 Million Euro gekostet und ich habe es kostenlos bekommen, ne? Also. Ist schon Requisit, ne? Ich meine, mein Fahrrad kostet unter 100 Euro so. Und das, was wir hier im Spiel haben, ist einfach 1 Million Euro wert, ja. Das ist halt schon ziemlich. Das ist schon ziemlich. Requisiten. So. Was? Sander, komm, lass mal Sander machen. Ja. Ich kann noch gar nicht in die Kommentare momentan gucken. Also, was jetzt irgendwas in Kommentaren geschrieben wurde. Ich kann auch gerade nicht nachprüfen oder nachgucken, weil ich es ja. Weil ich nehme ja alles vor auf, wie ihr wisst. Aber wenn ich irgendwie einen Kommentar bekomme. Irgendwas Interessantes, an welchem auf jeden Fall ist immer noch erwähnen. Auf jeden Fall. Ja, machen wir das Gleiche. Das ist jetzt viel zu einfach. Könntet alle einfach gar nichts machen. Noch ein Slimog. Okay. Das Gefühl, Slimer ist hat einen größeren Sprite als alle anderen. Kann das sein?
Yo, da ist er. Ach, da wurde schon sein. Ist er so besiegt? Na bla, nein, natürlich nicht. Bams, aber jetzt ist er endlich besiegt. Sogar ein Volltreffer. Yeah, das nenne ich nochmal ein KO. KO, Mist. Tja, ist halt schlecht. Oh, jetzt sind wir hier. Wir sind noch nicht beim Ende, oder? Vielleicht ist da unten schon das Ende. Aber den werden wir auf jeden Fall noch besiegen. Zieleine, ich bin erschöpft. Entweder da unten geht es einfach weiter und hier ist nur ein kurzer Stopp. Oder... Oh, da, wir sind am Ende. Zumindest von der Route. Danach kommt noch eine Route mit überall Trainern, die Vogel-Pokémon haben. Das weiß ich noch. Tut mir leid. Musste raus. Das Mogon, das kann gar nichts. Kann mich nicht mehr besiegen, du Lutscher. Okay, geil. Wieso überlebt die mit so einem kleinen Pixel da? Das nervt voll immer. Bam, jetzt geh aus meinen Augen, will ich nicht sehen. So. Hab ich gesagt. Oh Gott, das kommt mit der Weiterentwicklung. Hat er 5 Pokémon, habe ich gerade gesehen. Hat der Trainer nicht so gesagt, geh weg, ich muss meine Pokémon heilen oder so? Ja, das macht voll Sinn, ne? Satz muss doch gar nicht mehr trainieren. Ich muss Satz mal irgendwo wegtun. Habe ich überhaupt noch Heil-Items? Ich weiß es gar nicht, ich muss mal nachgucken. Das wird auch für mich so eine Art Achievement sein, ne? Level 37, nice. Wenn ich dann das Display irgendwie durch habe. Glaube ich, ist irgendwie so eine Art. Ich meine, ich habe die erste Gen, ich habe zumindest Pokémon Blau durch, ja. Und ich habe auch echt Bock, irgendwie einen Livestream zu machen, ein Live-Let's Play von Nuzlocke oder sowas. Weil so ein Let's Play von einem Nuzlocke, ja, ist schon okay. Aber ich würde es lieber, also ich würde schon lieber eher einen Livestream machen, wenn ich ehrlich bin. So ein Live-Let's Play, so gesehen. Ich weiß nicht, was findet ihr, schon letztes Mal das gehört hat? Ja, was meint ihr? Wie findet ihr das? Cool oder eher nicht? Ja, die können ja alle nichts. Einfach Schlitzer und dann war es das schon. Können einfach geil, Vergiftung. Das ist doch toll. Ja, das ist auf jeden Fall. So, ich muss jetzt mal meine Pokémon heilen. Bam! Bist du nun zufrieden? Ja, ich habe Level. Ich habe ein paar Level bekommen. Das war toll. Hyperheiler. Hypertrank? Hypertrank ist das. Nee. Mach nicht. Hyperheiler da. Ach so, falsches Pokémon. Oh Gott. Und noch ein Supertrank auf Satze am besten. Nur noch mal zwei weitere, also einen weiteren auf Satze, damit er full ist. Und Sander soll auch noch full sein. Also bam. Ach, Relaxo. Ach komm, Relaxo können wir eigentlich auch noch machen. Ups, hat das? Hat gerade kurz geleckt irgendwie. Sind aber eigentlich alles, ja, alles offen. Ach komm, weil ich mal so lustig bin, kann ja, ist gut, auch mal ein bisschen. Warum nicht? Können wir ja mal machen, warum nicht? Und, ja, hier ist das Ende und hier werden wir nicht mehr rausgeschubst. Aber ich würde gerne lesen, was da steht. Der Radweg endet hier. Okay, ja, das war mir klar. Ich weiß nicht, ob wir hier absteigen können. Wahrscheinlich, oder? Ah ne, jetzt kommt nochmal so ein Tor, da werden wir abge... Ja, genau. Steht hier. Das Betreten des Radwegs ist Fußgängern untersagt. Jupp. Da oben geht's noch lang. Ich weiß nicht, mit den Leuten hier rede ich eigentlich nie. Was hat er denn? Ich suche nach Lamus. Tauschst du es gegen Schlurp? Nö. Oh je. Wenn das so ist... Boah. Sind wir denn hier? So, ich kann ihn nicht sehen. Du schaust durch das Fernrohr. Dort drüben schwimmen Leute. Okay.
Und hier sind wir nun. Kann ich mal zeigen, wo wir sind? Ups, nein. Kann ich mal zeigen, wo wir sind? Wir sind hier. Wir müssen da gar nicht durch. Ich dachte, wir müssen das Surfen einsetzen. Aber nein, wir sind jetzt hier an der letzten Route. Und wenn wir die Route schaffen, dann sind wir endlich durch mit den Routen. Dann brauchen wir das. Die letzte Route, die wir nur noch brauchen, ist halt die ganz unten, die ganzen da. Und wenn wir hier durch sind mit dieser Route, dann können wir endlich den, den fünften Orden holen. Und dann müssen wir ihn da für den sechsten Orden noch ein bisschen schuften. Aber ja, ich glaube, hier muss man einfach nur. Hier ist man schon durch. Das ist eine ganz kurze Route mit ganz vielen Gegnern. Also nicht so viele Gegner, aber ja. Route 18, muss man jetzt hier die Fuchsöne City, ja? Hier gibt es ein paar Gegner. Drei Stück vielleicht oder so. Aber ich glaube, einer von denen erzählt sogar was Interessantes oder so, weiß ich nicht. Ich laufe überall durchs hohe Gras, um Pokémon aufzuspüren. Okay. Ich weiß nicht, ob wir die noch in der Folge schaffen, die drei. Ich glaube eher nicht. Aber ich kann es nochmal versuchen, wenn die nicht viele Pokémon haben. Zwei Pokémon, sieh, ist nicht viel. Ich habe immer noch Swatze draußen, richtig? Ja. Naja, egal. Das war schon eh alle Mann. Ein Ibitak. Das kann mir gar nichts. Das kann mir gar nichts. Gar nichts. Okay, vielleicht kann es doch was machen. Versuche mich zu beeilen. Weil die Folge jetzt eigentlich auch zu Ende ist. Und ich bin echt erleichtert. Wir sind endlich durch. Gott, das war echt nervig und anstrengend. Viele Folgen verschwendet. Ja gut, verschwendet. Na gut, es ist bei jedem Pokémon-Spiel so, dass es hier auch viele Routen wird, wo einfach nur kämpfen. Und halt nicht viel anders verkauft hat. Oh, ein wildes Pokémon kommt. Muss mal sehen, welches denn. Ein Dodu! Hm! Hey, das können wir ja mal fangen, ne? Warum nicht? Warum nicht? Fangen wir mal ein Dodu. Ja. Ja, Goof Puder, würde ich sagen. Yeah. Oh, krieg nur so wenig. Ja, dann lass mal. Hab ich keinen Superball? Doch, natürlich habe ich noch ein paar Superbälle. Und boom, komm bitte. Wäre voll cool, wenn ich so ein Dodu habe. Yes! Dodu gefangen, warum nicht? Yeah, cool. Okay, und Vogelgeist-Eintrag sagt, dieses Pokémon gleicht mangelnde Flugfähigkeit durch ein hohes Tempo beim Laufen aus. Als ob. Die wollen damit sagen, es rennt so schnell, es kann so hochfliegen. Was? Oh. Okay, da konnte ich jetzt nichts machen. Das hier ist mein Gebiet. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Ich bin doch am Landmann. Ja, den werden wir noch. Oh Gott, der hat vier Pokémon. Ich weiß nicht, schaffen wir den noch? Ja gut, jetzt fange ich ja schon an, ne? Komm, den machen wir jetzt noch. Komm, Leute. Ihr könnt jetzt auch gerne abschalten. Ich werde jetzt eh noch den Trainer hier besiegen. Und in der nächsten Folge besiegen wir den da unter. Und dann machen wir mal was in der Stadt. Wenn wir wahrscheinlich. In der nächsten Folge, stimmt. In der nächsten Folge werden wir dann die Arena machen. Und nach der Arena werden wir dann in die Safari-Zone gehen. Danach geht's Richtung sechster Orden. Sechster Arena, ja. Das ist auch ein schöner Plan, finde ich. Das ist toll, ja. Finde ich cool, finde ich gut. Und damit ist es down. Und hier, oh, da geht er down, da geht er, okay, dann nicht. Ein Pokémon. Oh, Level 38 ist dazu geworden. Krass. Sonst wird einfach viel besser als alle anderen. Na, warum nicht? Nicht Spaß, aber wäre jetzt nicht, ist das nicht so krass gut. Aber ja, dann werden wir Satze auf jeden Fall nicht mehr trainieren. Fürs Erste. Aber welches Pokémon hat das denn? Der fünfte. Ich glaube, der hat. Ich glaube, der hat Käfer vielleicht? Ich weiß nicht. Verdammt. Weil ja, ich weiß es auch nicht. Gut, Leute, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ihr könnt gerne beim nächsten Mal vorbeischauen. Ihr könnt gerne meinen Kanal supporten mit einem Like oder mit einem Abo und die Glocke anschalten, damit ihr nichts mehr verpasst. An den Seiten seht ihr noch coole Sachen, wo ihr draufklicken könnt. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Pokémon Blau. Haut rein, Leute, und ciao.